Hey meine Freunde, danke schön, dass ihr erstmal eingeschaltet habt. Und zwar, Freunde, ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass so viele von euch gestern ein Like da gelassen haben. Das ist wirklich gar nicht mehr normal gewesen. Und ich würde jetzt mich sehr gerne bei drei Leuten von euch persönlich bedanken. Und zwar einmal bei dem Lukas, bei dem It's Roman und bei dem Raphael, denn sie haben geschrieben, Hashtag Glocke aktiv. Dafür erstmal Dankeschön, das könnt ihr an der Stelle auch kurz machen, kurz die Glocke aktivieren. Und Raphael hat geschrieben, Credit God, I'm Natives, du bist der beste YouTuber. Ich küsse dein Herz, Bruder, vielen lieben Dank. Und ja, Freunde, ich würde mich übelst freuen, wenn ihr auch einen Kommentar einfach schreibt, dann kann ich mich auch persönlich bei euch bedanken für das, was ihr mir gebt. Falls ihr einfach Credit God einträgt oder ein Like da lässt, allgemein schreibt einfach als Hashtag da rein und dann werde ich mich bei vielen von euch im nächsten Video bedanken. In diesem Sinne, ja, Kuss geht raus an die und natürlich auch an euch. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, Freunde, wir sind heute in Hunter's Heaven und es geht halt wirklich um etwas richtig, richtig Krasses. Ich habe eine sehr starke Mission, denn ich bin die rechte Hand eines Mafia-Chefs oder beziehungsweise eines Bosses, der da vorne sitzt und ich bin in seiner Firma. Wir sind zuständig dafür, Roboters zu erschaffen und das ist der Roboterarzt. Wir versuchen nämlich einen menschlichen Roboter zu erschaffen, was wirklich sehr gefährlich ist. Und würde ich sagen, wir laufen einmal zu dem Arzt. Hey Arzt, alles klar? Ja, bei dir? Ja, auch. Haben Sie heute gut geschlafen? Nee, nicht wirklich, weil ich habe wirklich keine Lust, einfach so einen Muskeln umzubringen, um seine Seele zu rauben. Ja, das weiß ich. Meine, das wird auf jeden Fall sehr schlimm. Ja, Freunde, das Problem ist, wir müssen einen Noskin töten, damit wir seine Seele in einen Roboter reinpacken. Und, Arzt, könntest du kurz die anderen Leute abholen und denen kurz Bescheid sagen, dass wir uns beim Roboter treffen? Bis gleich, ja? Ja, Freunde, ich stelle euch mal kurz den vor. Das ist Master Chief. Und diesen Roboter haben wir erschaffen mit unserer Crew. Das hat wirklich sehr lange gedauert, bis wir es wirklich so geschafft haben. Unser Boss da oben möchte nämlich einen Noskin töten und seine Seele in diesen Roboter reinpacken. Schaut mal, dieser Roboter hat gerade absolut kein Leben. Ich kann mit ihm machen, was ich will. Da kommt keine richtige Reaktion. Und ja, wir versuchen, eine menschliche Seele reinzupacken. Und dann geht der schon, auch wenn das wirklich sehr traurig sein wird. Die ganzen Leute kommen, der Arbeitstag beginnt. Wir müssen heute mal probieren, vielleicht seine Hände zu machen. Weil wir haben jetzt eigentlich alles an ihm fertig gemacht. So, meine lieben Leute, danke schön erstmal, dass ihr jetzt hier rechtzeitig auch gekommen seid zu der Arbeit. Ihr wisst ja, unsere Arbeit ist bald wirklich fast fertig. Und ja, wie habt ihr beide eigentlich geschlafen? Ja, nicht so, ja, weil ich will jetzt nicht irgendein Menschen so. Ja, verstehe ich natürlich. Und du? Naja, ich so gut schlaf. Okay. Kein Bock. Ja, ich weiß, Jungs, also Freunde, auf jeden Fall, wir sind alle unter der Macht von dem Chef da oben. Wir müssen diese ganzen Dinge tun, aber wenn wir das nicht machen, wird er halt einfach unsere Familien töten. Und Freunde, ich möchte euch mal kurz diesen Roboter vorstellen. Schaut euch dieses Prachtstück an. Wir haben dafür so lange gebraucht, das zu erstellen. Und nicht nur das, schaut euch einfach mal an, wie er aussieht. Oh mein Gott. Jungs, ihr wisst, der Prozess beginnt jetzt gleich. Passt auf den Roboter auf, dass der nicht kaputt geht. Ah, warte, der Chef kommt. Lass mal auf ihn warten, ey. Ich hab gar keinen Bock auf den, Digga. Er wird jetzt safe komplett ausrasten, mal wieder. Hallo, Chef. Guten Tag. Hallo, Chef. Guten Tag. Sir, mein Freund. Ja, Sir, haben hallo. Wir uns da verstanden? Wie weit seid ihr mit dem Roboter? Also, wir haben jetzt auf jeden Fall alles fertig gemacht. Es fehlt nur noch der Noskin und jetzt wollten wir die Operation durchführen, dass wir die Seele eines Menschen in den Roboter reinpacken. Okay, ich hoffe, das geht schnell, weil sonst wird was mit euren Familien passieren. Also passt lieber auf, beeilt euch. Ja, alles gut, wir machen schon, Mann. Sie müssen da keinen Stress machen. Jungs, ey, der arme Noskin, der tut mir jetzt schon voll leid, Digga. Wir müssen den jetzt halt einfach aus sein. Wir haben ihn hier eingesperrt in seiner Zelle. Wir müssen ihn jetzt hier rausholen. Ist jetzt sein Tag. Ey, Jungs. Lass mich bitte mit ihm sprechen und ihm sagen, dass es sein Ende ist, okay? Okay. Okay. So. Hallo? Alles okay? Nein. Ja, ich weiß, dass es wirklich sehr schlimm ist, aber weißt du, da geht kein Weg hindurch. Wir müssen dich opfern. Aber warum? Ja, weil es wirklich ein Mensch sein muss, der sterben muss dafür. Und mein Chef hat dich ausgesucht. Du musst das machen. Es tut mir wirklich leid.
Na toll. Komm mal drei mit. Jahre gelebt und jetzt schon tot. Ja, drei Jahre in diesem Gefängnis musstest du verbringen. Das tut mir wirklich leid. Komm mal her. Ja, Freunde, wir müssen jetzt auf jeden Fall opfern. Ich weiß ja selber, er hat hier Familie. Wir mussten ja ihn damals von seiner Familie wegzehren, weil unser Mafia-Chef ihn töten wollte. Aber was macht denn die Polizei hier? Hallo? Hallo, Polizei, wir alles in Ordnung? Hallo. Ja, ja, wir haben gehört, dass hier jemand irgendwie festgehalten wird und in so irgendwelche Versuche hier ausgeführt werden. Ich glaube nicht, ja. Also hier ist alles in Ordnung und das ist unser Chef. Alles ist wirklich gut. Wir arbeiten nur an diesem Roboter. Hier können Sie auch sehen, hier läuft nichts Illegales, wirklich. Okay, dann... Ihr Dienstausweis sehen? Mein Dienstausweis hier, bitteschön. Hier. Dankeschön. Okay, danke. Scheint bestätigt zu sein. Ja, dann können wir wieder gehen. Entschuldigung für die Störung, aber... Ja, kein uns Problem. Uns haben Zivilisten das halt gesagt. Wer hat es zu euch gesagt, dass hier irgendwas komisches läuft? Zivilisten aus Lazy Lake. Ach so, ja gut, ja, nee, also die... Ja, alles gut, dann ciao, ne? Also hier läuft alles wirklich... Tschüss, schönen Tag noch. Ja, schönen euch Tag auch, noch. Ja? Tschüss. Ja, Jungs, auf jeden Fall... Ich muss da ehrlich sagen, das ist schon krass, was da abgegangen ist. Da ist einfach Polizei gekommen. Ich frag mich, wer denen das gesagt hat. Wo ist der Nosken, Jungs? Der Nosken. Der Nosken. Ey, stellt euch vor, der wäre abgehauen, Alter. Komm mal bitte mit, Nosken, ja? Stellt euch mal vor, er wäre abgehauen. Wie konntet ihr so verantwortungslos mit ihm umgehen? Bringt ihn wieder her. Bringt ihn wieder her. Dahinter, let's go. Chef, möchten Sie bitte hier damit dabei sein, während wir die Operation durchführen? Ja, ich werde alles kontrollieren. So, Nosken, stell dich bitte hier hin, genau vor ihn. So, hier hin. Tja, Freunde. Also, der Nosken muss jetzt sterben, genau in diesem Kreis, damit der Roboter seine Seele bekommt und er dann lebendig wird. Nosken, es tut mir wirklich leid, aber du wirst jetzt hier sterben. Was sind deine letzten Worte? Warum? Ich habe keine Lust zu sterben. Könnt ihr nicht einfach diesen hässlichen Roboter hier... einfach wieder in Ruhe lassen. Chef, wollen Sie ihn wirklich umbringen? Weil wenn die Polizei Töte kommt, dann... Tötet ihn sofort! Wenn die Polizei kommt, dann werden wir wegen Mordes veranklagt. Ist mir doch egal, was die Polizei will. Tötet ihn oder ich töte eure Familien. Jungs, lasst mich kurz mit dem Chef alleine reden. Kommen Sie mal bitte her. Chef. Was ist das Problem? Wir sind schon sehr, 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 sehr lange Businesspartner. Und wir kennen uns schon seit dem Kindergarten. Wie können Sie so mit mir reden? Was ist mit Ihnen los? Ich bin erstens Ihr Chef. Sie können froh sein, dass Sie hier ein Mitarbeiter von mir sind. Und wenn... Das ist mir egal, wie lange wir uns schon kennen. Mir ist jeder egal. Weißt du, was mit meinem Sohn passiert ist? Ich weiß, was mit ihrem Sohn passiert ist. Er ist gestorben, wurde von einem Auto überfahren. Und er hat Roboter geliebt, deswegen machen sie das auch. Aber finden Sie es nicht selber so komisch, wenn Sie einen anderen töten? Nein, das ist für meinen Sohn und ich werde alles für meinen Sohn tun. Aber wie meinst du das da für deinen Sohn? Wie genau meinst du, das ist für deinen Sohn? Ich werde meinen Sohn wieder zurückholen. Was? Warte, sag nichts Falsches, da hinten ist die Polizei. Sag nichts Falsches, sag nichts Falsches. Sag alles ist gut, wir werden nur diesen Roboter versuchen zu machen. Sag nichts Falsches, dreh dich wieder dreh dich zu mir um. Also, ja, das alles ist hier ja sehr auffällig hier. Was ist denn das Problem? Ich gehört habe. Herr Polizist, hier ist nichts auffällig, Sie haben uns nicht gehört. Wie sollten Sie uns denn gehört haben? Sie waren doch so weit entfernt. Ja, ich habe alles belauscht. Wie, Sie haben alles belauscht? Ich habe es nur schlecht verstanden, aber irgendwas von einem No-Skin und es wurde auch keiner gesucht. Und ja gut, dann schauen Sie sich doch mal hier um, ob Sie einen No-Skin finden. No-Skin, rein weg. Da ist doch einer. Wo? Ich kann hier nirgendwo einen No-Skin erkennen. Stehen bleiben. Jungs, Plan B. Nimm die Polizisten fest. Hey, Polizei, stopp! Hände hoch, Polizei. Hände hoch, oder wir töten Sie. Wollt ihr ein Kreuzfeuer mit uns eingehen, oder was? Jungs, bringt die Polizisten ins Gefängnis. Wo ist der andere Polizist? Okay. Ey, du, bleib stehen! Einmal da hochlaufen! Auf den Boden! Ich werde nicht auf den Boden gehen. Sie werden jetzt ihre Hände runter machen, okay? Polizist, und ihre Waffen. Stehen bleiben! So. Ihr habt jetzt also erfahren, was hier vor sich geht, ja? Ich weiß, wir machen hier illegale Sachen. Wir sagen niemandem was. Das ist uns egal, ob ihr es jemandem sagt oder nicht. Okay? Natürlich werden wir es sagen, das ist unsere Pflicht als Polizisten. Wir werden jetzt auf jeden Fall
Wir werden unsere Sachen weiterführen. Ihr werdet uns bitte nicht nerven. No-Skin, komm runter. Ich weiß, du versteckst dich irgendwo. So, wir werden den No-Skin töten und daraus einen Master Chief erstellen. Also, stell dich jetzt genau hier hin. Chef, wo ist der Chef? Hier. Wenn sie schon wollen, dass der Roboter quasi erschaffen wird, dann töten sie bitte auch den No-Skin, weil damit möchte ich nichts zu tun haben. Ich will nicht ein Mörder sein. Ey, sie hören jetzt sofort auf, die No-Skins zu töten. Oder ich werde Verstärkung holen. Töten dich und dann die Verstärkung. Wollen sie auch sterben wie ihr Kollege? Ah, perfekt. Jungs, sehr gut gemacht, Mann. Sehr gut gemacht, ey. Das war doch perfekt. Also No-Skin. Ey, warte mal, da passiert was. Da passiert was. Er ist lebendig geworden. Ey. King? Roboter? Hallo? Hallo, Roboter? Hörst du uns, Roboter? Oh mein Gott, hallo? Master Chief? Ja. Was? Wie ist das möglich? Hallo? Ey, ich glaube, weil wir haben zwei Polizisten getötet, deswegen ist er gekommen. Wir müssen den Oskin gar nicht töten. Wie geil ist das denn? Geil! Ja, Mann! Master Chief, kommen Sie mal bitte mit! Hallo? Bist du... Hallo? Hörst du uns? Ja, ich höre euch. Jungs, wie geil ist das denn? Holt den Chef! Chef! Schau dir das Prachtstück an! Oh mein Gott. Dreh dich mal um. Okay. Spring! Boah, der kann ja alles! Warte. Nimm mal die Waffe in die Hand. Schieß mal in die Luft. Oh mein Gott. Jungs, wir können endlich Krieg führen gegen die Menschen. Aus Lazy Lake, die haben uns verraten. Ich glaube, wir sollten die als erstes töten. Was sagt ihr? Wir werden die ganze Fortnite-Map einnehmen. Alles gehört uns. Ey, Jungs, das war ein sehr, sehr, sehr schöner Arbeitstag. Roboter, sie stehen unter unserer Vollmacht, wenn wir irgendwas sagen, machen sie es. Wenn nicht, dann machen sie es nicht, okay? Verstanden. Sie werden nur Befehle ausführen. Verstanden? Verstanden. Kommen Sie bitte vor. Springen bitte. Sehr gut. Waffe in die Hand nehmen. Und diesen Mann hier töten. Hey! Töte ihn! Was ist mit euch? Nein, hör auf! Du bist mein Sohn! Sohn! Nein! Sehr gut. Jungs! Endlich! Ganz ehrlich, denkt ihr wirklich, ich lass euch unter so einen Typen irgendwie, ey, ganz ehrlich, No-Skin, komm her, ey, Mann. Es tut mir wirklich leid, wir mussten sehr viele böse Dinge tun. Aber wir können doch nicht diesen Master Chief für böse Dinge einsetzen. Wir müssen endlich uns zeigen und gute Menschen werden. Wir haben zwar die Polizisten getötet, aber wir mussten das tun. Anders ging's nicht. Sie wollten uns töten. Master Chief, vielen lieben Dank für die Befehle, die Sie angenommen haben. Und so, meine Damen und Herren, ich bin der neue Chef von hier. Ihr dürft jetzt ab jetzt machen, was ihr möchtet. Aber es werden keine Operationen mehr zu Robotern hergestellt. Okay, habt ihr verstanden? Okay? Okay. Warte, es passiert irgendwas. Alles okay? Jungs, entfernt euch von ihm! Ich bin nicht gewohnt! Ich glaube, er explodiert! Entfernt euch von ihm! Er wird explodieren! Haut ab! Ey, Jungs, rennt weg! Jungs, versteckt euch! Wir hätten diesen Roboter niemals erschaffen dürfen! Stopp! Master Chief, stopp! Hören Sie mich! Ich bin der Befehlshaber! Stopp! Alles okay? Ich hab mich nicht gut gefühlt ganz. Kommen Sie bitte mit, Master Chief. Wir müssen das Ganze anders angehen. Sie können hier nicht einfach rumschießen und Menschen töten. Sie müssen das machen, was ich Ihnen sage und nicht, was Ihnen in den Kopf eingesetzt wurde. Jungs, wir werden ab jetzt ein neues Leben anfangen. Wir werden diese ganze Gruppe zerstören, okay? Habt ihr verstanden? Diese ganzen Sachen werden wir hier zerstören. Diese ganzen Lagerhäuser oder was auch immer, wo wir gewohnt haben. Das ist doch kein richtiges Leben. Wir müssen mit Master Chief in ein neues Zuhause gehen, okay? Wir müssen irgendwo anders neu Zuhause finden. Master Chief, kommen Sie bitte mit. Wir werden jetzt woanders hingehen. Es gibt hier nämlich sehr viele Sachen, wo wir leben können. Sehr viele Häuser und so weiter. Denn das Leben ist nicht davon bestimmt.
Das Leben ist nicht davon bestimmt, dass wir halt einfach sowas machen, sondern wir müssen unser Leben leben. Und diesen Roboter, den müssen wir für gute Dinge einsetzen. Er soll vielleicht Omas beim Weg überqueren helfen. Oder zum Beispiel kann der auch nicht nur Omas helfen, sondern auch, weiß ich nicht, der kann ja sogar ein Polizist werden, der Roboter. Der kann ja immer so krass sein. Was sagt ihr dazu, Jungs? Ist das eine gute Idee? Ja. Also Männer, folgt mir, wir sind fast am Ziel. Wir werden da in diese neue Stadt eingehen, werden uns neue Häuser suchen und wir werden Master Chief zerstören. Weil ich denke mal, er wird bald wieder ausrasten. Er hat ja die Waffen, er gibt nicht mal die Waffen her. Master Chief, bitte die Waffen fallen lassen. Alle. Alle Waffen. Okay, jetzt rein da schwimmen. Rein da. So, aber sehr gut. So Leute, wir müssen jetzt schnell los. Kommt mit, kommt mit, kommt mit. Noskin, du kannst nicht schwimmen? Ich kann nicht schwimmen. Egal, Bro, komm. Soll ich ihm helfen? Ja, komm, helf ihm bitte. Wir gehen schon mal weiter. Ich helfe ihn auch. Master Chief? Du musst jetzt mitkommen, okay? Das, was wir gemacht haben, wird nie wieder passieren. Hast du verstanden? Ja. Okay, sehr gut. Dann hier mit uns ist deine Mission beendet. Es tut mir leid, dass ich dich töten muss. Weil ich weiß genau, dass in dir was Schlimmes herrscht, ja? Okay, war eine schöne Zeit. Jungs, er ist tot. In diesem Sinne, geht bitte alle in die neue Stadt. Wir treffen uns gleich dort, okay? Tschüss. So, meine Freunde, alle gehen jetzt auf jeden Fall zu der neuen Stadt. In diesem Sinne war es auch mit der Folge. Falls ihr das gefeiert habt, dann lasst ganz, ganz, ganz wichtig einen Like da, abonniert den Kanal und wie gesagt, wenn ihr gegrüßt werden wollt, dann schreibt halt einfach rein, wie ihr mich unterstützt mit vielleicht Hashtag Like oder Hashtag Glocke oder Hashtag CreatorGodImLatest. In diesem Sinne, ganz viel Spaß bei den anderen Videos und wir sehen uns auf jeden Fall morgen beim neuen Video.